Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du neu bist, hallo, ich bin die Luzi und heute habe ich für euch, weil ja der Oktober ist und im Oktober ist, wie wir alle wissen, Halloween. Spoiler, oh mein Gott, das darf man gar nicht sehen. Ich habe heute für euch ein Video mit Last-Minute-Halloween-Snack-Ideen, die ihr für jede Halloween-Party oder auch einfach so zum Spaß zu Hause oder für eure Freunde als kleines Halloween-Geschenk oder auch für Kinder, die vorbeikommen, um Trick-or-Treat zu spielen, zu machen. Die sind super einfach, super schnell zu machen, machen sehr viel Spaß und sind auch noch sehr, sehr lecker. Also rede ich jetzt nicht weiter, sondern wünsche euch viel Spaß und gruselt euch nicht allzu sehr. Unser erster gruseliger Snack ist einer, den ich vor vielen, vielen Jahren mal bei Pinterest gesehen habe. Wisst ihr, wo Pinterest noch cool war? Ich weiß nicht, bei manchen Leuten ist es vielleicht immer noch cool, bei mir auf jeden Fall nicht. Ich gehe da eigentlich nur noch hin, wenn ich irgendwie Inspiration suche zu irgendwelchen Dekoartikeln oder Rezepte oder so. Jedenfalls sind da diese lustigen Halloween-Oreos gewesen, die man einfach nur in ein Bad von Schokolade, weiße Schokolade mit ein bisschen Lebensmittelfarbe tunkt. Und dann kann man da cool kleine Augen draufkleben oder auch selber kreativ werden, indem man zum Beispiel wie ich eine ganz besondere Kürbis-Edition draus machen. Ich finde, da kann man wirklich sehr kreativ werden. Es ist sehr schnell gemacht, auch super für Kinder, finde ich, vorzubereiten, die sich, glaube ich, mega darüber freuen. Oder man kann es auch mit seinen Kindern zusammen machen, wenn man Kinder hat. Ich habe keine. Meine Katze wollte mir dabei nicht unbedingt helfen. Aber für den Kürbis zum Beispiel habe ich einfach nur orange Schokolade hergestellt und dann so ein bisschen ein kleines Muster reingemacht. Und dann mit diesem, Leute, lasst es mich sagen, diese Stifte sind die allerschlimmsten. Dieses klebrige Zeug will da einfach nicht raus, aber irgendwie habe ich es ja dann doch geschafft und dann noch ein kleines grünes Blättchen da dran gemacht und sie sind so niedlich. Cool sind aber auch die Zombie, beziehungsweise nein, es sind Mumien, nicht Zombies. Luzi, es gibt einen Unterschied zwischen Zombie und Mumie. Mumien-Oreos, weil die sind wirklich ganz, ganz schnell gemacht. Da muss man einfach nur ein bisschen weiße Schokolade drüber drizzeln und dann die Augen draufsetzen und die sind wirklich so niedlich. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Karamelläpfel gegessen. Weder auf dem Jahrmarkt, noch irgendwie, als ich in den USA war oder um die Herbstzeit, auch nicht zum Winter, noch nie. Aber irgendwie fand ich sie schon immer cool und wollte das auch schon immer mal selber zu Hause ausprobieren und jetzt habe ich es endlich gemacht. Und es war gar nicht so schwer, wie ich dachte. Karamell herstellen, ja, da muss man einfach nur ein kleines bisschen Zucker ganz langsam im Topf erhitzen. Immer so eine kleine Schicht am Boden haben, die man dann sozusagen schmelzen lässt. Dann kann man nach und nach immer ein bisschen Zucker hinzufügen, das Ganze wieder miteinander verschmelzen lassen und vor allem darauf aufpassen, dass man nicht zu viele Klümpchen entstehen lässt, damit dann am Ende eine schöne cremige Masse da ist. Zum Schluss kann man dann noch ein bisschen Butter oder Sahne hinzufügen, damit es noch ein bisschen cremiger wird und auch schneller abkühlt, denn just telling you, the shit is very hot, also seid bitte vorsichtig, heißer Zucker, das ist wirklich, das unterschätzt man, es ist extrem heiß. Was man aber auch unterschätzt, ist wie schnell das Ganze wieder abkühlt. Hier muss es wirklich schnell gehen, wenn ihr das Karamell auf die Äpfel drauf macht, dann wirklich schnell arbeiten, weil sonst passiert euch das, was mir passiert ist und es ist ein bisschen zu so einer klebrigen Bonbonmasse geworden, die man dann nicht mehr so gut auf den Äpfeln verteilen konnte und dann musste ich das Ganze wieder von vorne erhitzen, damit naja, man es gut verteilen kann halt. Aus Fehlern lernt man.
immer schön flüssig halten. Und dann wird das Ganze schnell richtig hart und knackig. Und am besten ist es, die Dinger frisch zu essen, weil dann schmeckt es wirklich mega gut. Und dieser Clash zwischen diesem knackigen Karamell und dem süßen, weichen Apfel ist wirklich super lecker. Ich habe auch noch ein bisschen Schokolade oben drauf gemacht und ein paar Nüsse. Es hat dann sehr an Daim erinnert. Wenn man das Ganze über Nacht im Kühlschrank stehen lässt, logischerweise löst sich der Zucker dann ein bisschen auf und es wird eher wabbelig und weich. Schmeckt immer noch, aber ist nicht ganz so cool wie dieses Geschmackserlebnis, wenn es frisch ist. Hier kommt wieder eine Kreativaufgabe, die auch wieder ganz einfach und wirklich so niedlich ist. Und zwar machen wir jetzt unsere eigenen Monster- oder Geisterchips aus Tortilla-Wraps. Das erklärt sich ehrlich gesagt von ganz allein. Entweder ihr habt Stanzen, zum Beispiel von einem Geist, so einen Cookie-Cutter oder so, oder ihr schneidet es einfach mit einem Messer vor und stecht dann noch die Augen aus mit einem Strohhalm, zum Beispiel wie ich hier, und dann habt ihr einen kleinen Geist. Oder ihr schnitzt Gesichter rein, wie zum Beispiel in einen Kürbis, oder ein kleines Kreuz in einen Grabstein schnitzen. Eurer Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Am Ende müsst ihr einfach noch ein paar Gewürze ranhauen, das, was ihr gerne mögt. Ich mache da mal ein bisschen Paprika, Knoblauchpulver und natürlich Salz und Pfeffer ran und zum Schluss einen kleinen Schwaps Öl. Das Ganze geht dann nämlich für ein paar Minuten in den Ofen und wird geröstet, damit es schön knackig wird. Passt dabei aber auf jeden Fall darauf auf, dass die Dinger nicht verbrennen. Das geht schneller, als man denkt. Ich habe meinen ersten Batch komplett verbrannt und da war ich dann sehr traurig, weil es sehr viel Zeit gekostet hat, diese Gesichter da reinzuschnitzen. Also passt auf. Zu guter Letzt gibt es jetzt was für die Erwachsenen unter uns. Natürlich kann man das Ganze hier auch alkoholfrei machen, aber wo ist denn da der Spaß dran? Wir fangen da an mit einer kleinen Eishand, die so hergestellt wird. Einfach ein bisschen Wasser in einen Latexhandschuh reinmachen und frieren. Passt beim Frieren darauf auf, dass die Finger nicht gebogen sind und nicht übereinander liegen, weil sonst gibt es später Probleme, wie wir noch sehen werden. Ich habe das nämlich so gemacht, weil in meinem Gefrierfach absolut kein Platz war. Jetzt machen wir aber erstmal weiter mit unseren Litschi-Augen. Dazu braucht ihr einfach Litschis, am besten schon entsteint aus der Dose. Das geht einfach schneller. Ihr könnt natürlich auch frische nehmen. Aber falls ihr diese aus der Dose nehmt, fangt auf jeden Fall die Flüssigkeit auf. Die benutzen wir später noch. Dann nehmt ihr einfach eure Litschi und in dieses kleine Löchlein da in der Mitte, wo vorher der Stein war, kommt jetzt eine Blaubeere rein. Und dann sieht das Ganze aus wie ein kleiner Augapfel. Ja, das ist der ganze Gag dabei, dass ihr dann später in eurer Bowle schwimmende Litschi-Augen habt. Ich finde das irgendwie süß. Ich weiß auch nicht. Ich mag's, okay? Für unsere Bowle brauchen wir außerdem ein kleines bisschen Kirschsirup oder irgendeinen anderen Fruchtsirup, der rot ist. Dann kommt da natürlich Sekt rein. Ihr könnt natürlich auch härtere Dinge da reinschütten oder auch einfach nur ein bisschen Saft. Da eignet sich zum Beispiel Apfelsaft sehr gut für Kinder und dann schließlich noch ein bisschen Mineralwasser für den Extrasprudel und dann fügen wir einfach unsere Blaubeeren und Litschi-Augen dazu und jetzt kommt's, unsere Eishand. Eigentlich müsste dieser Handschuh sich super leicht entfernen lassen. Außer wenn man gebogene Finger hat und der Gummi zufälligerweise zwischen ihnen feststeckt. Dann gibt's Probleme, weil dann kriegt man es nicht mehr ab und die Finger brechen ab. Und so ist es mir passiert bei fast jedem einzelnen Finger. Und ich war sehr upset, aber ich habe es trotzdem einfach alles in die Bowle reingehauen, weil im Endeffekt, wenn das dann da so schwimmt, sieht man das eh nicht mehr so richtig. Schöner wäre es natürlich trotzdem, wenn die Hand ganz geblieben wäre. Aber auch hier, ich mache das ja falsch, damit ihr es dann richtig machen könnt.
Mit all diesen Snacks zusammen könnt ihr auf jeden Fall die beste Halloween-Gastgeberin oder der beste Halloween-Gastgeber auf der Welt sein. Ich hatte an dem Abend, dann am nächsten Abend meine Freundinnen da und die haben sich auf jeden Fall sehr gefreut, dass all diese lustigen Snacks sie angelächelt haben. Die Bowle war sehr lecker. Für eine Freundin ein bisschen zu süß. Da, wenn ihr so nicht so ganz so die Süßen seid, dann könnt ihr natürlich weniger Fruchtsirup benutzen, dann wird es auch nicht ganz so süß. Aber sonst, wenn man sich das anguckt, ist es doch so eine richtige Kinderparty, oder? Ey, aber auch für Erwachsene echt schön. Ich weiß nicht, ich vermisse das einfach sehr, in meiner Kindheit zu einer Halloween-Party zu gehen. Also muss ich die Halloween-Party zu mir nach Hause bringen. Das waren alle meine Halloween-Snack-Ideen für euch. Ich hoffe, es war etwas dabei, was euch irgendwie gefallen hat, was ihr gerne rekreieren möchtet. Und ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr nochmal so eine Art Video sehen wollt, ob ihr noch mehr Halloween-Snack-Ideen sehen wollt oder was ihr euch noch so vorstellt für die nächsten Monate. Ich freue mich schon sehr auf nächste Woche Montag, denn da kommt ein Video, wie ich zusammen mit meinen Freundinnen Kürbisse geschnitzt habe. Falls euch das interessiert, dann freut euch auf jeden Fall. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann die Wochen darauf wieder am Montag und ab und zu vielleicht, na, oh meine süße Maus, auch immer wieder am Freitag zu einem Filmfreitag. Und bis dahin bleibe ich. Und bis dahin hoffe ich natürlich, dass ihr gesund und glücklich bleibt und wir uns dann wiedersehen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich auch diesen Kanal abonnieren und einen Daumen nach oben geben. Aber nur, wenn ihr Lust habt. Ihr müsst es natürlich nicht. Ich bin da dann auch gar nicht böse oder so. Oder schicke meine dämonischen Freunde rum, um euch zu haunten. Nein, sowas würde ich nicht machen.